Am Anfang war schon recht viel Gedränge. Ich bin schon mal in anderen Rennen gelaufen, wo so viel los war, da war lang nicht so viel Gedränge. Dann habe ich mich an die zweite Position gehängt und dann eigentlich eineinhalb Runden vor Schluss kam der Angriff des Bosniers und dann habe ich ihn so 250 Meter vor Schluss eingeholt und dann habe ich gewusst, dass das was werden kann und nach dem Wasserkram war ich mir eigentlich ziemlich sicher und dann noch übers letzte Hindernis und dann war es eh schon klar. Ja, unglaublich. Also ich habe schon 30, 40 Meter vor der Ziellinie gewusst, dass das was wird und es war einfach grandios. Ja, unglaubliches Gefühl und dass man einfach da oben stehen kann und Österreich vertreten kann. Allgemein in der Leichtathletik, glaube ich, kommt das nicht so oft vor, dass man Goldmedaille holt, das noch am ersten Tag hin, Tiflis, die erste Medaille für Österreich und es ist ein unbeschreibliches Gefühl. And the gold medal goes to representative Austria, Stefan Schmid, with his result of 6 minutes, 10.03 seconds. Die Stimmung ist super, das Team ist echt gut angefangen. Von den Physios über die Athleten, alles passt, alle sind gut gelaunt und ist eigentlich perfekt. Und die Medaille ist noch obendrauf mal was.